Herzlich willkommen bei einer neuen Boardtest von ZAPTV. Heute haben wir mal ein sehr spezielles, besonderes Touring Stand-Up Paddleboard für euch von der Marke Indiana. Eine Limited Edition, das heißt, es gibt das Board nur in einer begrenzten Stückzahl. Und solltet ihr euch für dieses Board interessieren, solltet ihr nicht zu lange zögern. Wir haben jetzt hier das Board in einer 14-Fuß-Variante bekommen. Es gibt aber auch eine 11-6er und eine 12-6er-Variante, wenn euch das 14-Fuß-Board zu lang ist. Die unterschiedlichen Boardlängen haben sehr individuelle Farben, hier jetzt die 14-Fuß-Variante in diesen goldenen Farben. Das Schöne ist, die Boards wurden zusammen mit einem Tattoo-Designer entworfen, sind unglaublich schick. Indiana steht ja ohnehin für ein sehr schlichtes Design, aber ein sehr schickes, ansprechendes Design, und das ist hier wirklich sehr gelungen. Ihr erfahrt natürlich in diesem Video, wie sich das Board und auch das Zubehör geschlagen hat und ob das Board wirklich die 1300 Euro wert ist. Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit Indiana entstanden, von denen wir dieses Board für diesen Test auch zur Verfügung gestellt haben. Wir haben euch den Shop natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findet ihr auch nochmal einen schriftlichen Testbericht, wo ihr das hier Gesagte ganz in Ruhe nachlesen könnt. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das ganz einfach tun mit einem Klick auf den Daumen nach oben. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen, wenn ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtet. Kommen wir erstmal auf den Aufbau dieses Testberichts zu sprechen. Ihr könnt natürlich wie immer durch die Zeitleiste bei YouTube scrollen. Dort haben wir euch Sprungmarken verlinkt und auch in der Videobeschreibung findet ihr wie immer ein Inhaltsverzeichnis. Wir starten erstmal mit dem Preis und dem Lieferumfang, sagen, was überhaupt dabei ist, und kommen dann direkt auf das Board zu sprechen. Dort natürlich auf die Bauweise, Konstruktion, die Verarbeitungsqualität, die Fahreigenschaften, wie sich das Board auf dem Wasser so geschlagen hat. Sprechen dann das komplette Zubehör einmal im Detail durch, schauen uns hier wirklich alles ganz genau an, ziehen am Ende dann ein Fazit mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis. Indiana steht ja durchweg für eine hohe Qualität und auch eine hervorragende Fahrperformance. Hier jetzt die 14-Fuß-Variante wird nicht als Komplettset verkauft, was bei so einem Board sicherlich auch keinen Sinn machen würde, weil wenn man sich so ein Board kauft, möchte man natürlich auch ein sehr individuelles Paddel mit dazu haben. Das Board selber liegt preislich bei ungefähr 1300 Euro. Allerdings muss man bedenken, dass es auch ein sehr individuelles Board ist, eine Limited Edition. Das heißt, es gibt nur eine begrenzte Stückzahl, und dass das Ganze mit einem Tattoo-Designer entworfen wurde, schlägt sicherlich auch etwas auf den Preis nieder. Aber es ist definitiv ein hochwertiges, gutes Board, und da muss man dann natürlich auch etwas tiefer in die Tasche greifen. Dafür kann man sehr einzigartig und individuell auf dem Wasser unterwegs sein, weil dieses Board wird höchstwahrscheinlich kein zweiter haben. Wenn man dann noch das passende Zubehör mit dazu kauft, liegt das Vollcarbon-Paddel von Indiana bei ungefähr 350 Euro und auch eine Stand-Up-Paddle-Leash ist nicht enthalten. Dafür bezahlt man bei Indiana noch ca. 35 Euro. Dafür bekommt man hier auch was fürs Geld. Aufs Zubehör kommen wir später im Video noch zu sprechen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal das Board im Detail an, schauen uns an, wie steif das Board ist und wie es sich auf dem Wasser so fährt. Kommen wir jetzt auf das Board zu sprechen, und hier starten wir erstmal mit der Bauweise, Konstruktion und Steifheit. Und hier hat das Indiana Touring wirklich einiges zu bieten. Es ist nämlich durchweg sehr hochwertig konstruiert. Wir haben ein Pre-Laminated Double Layer Board, das heißt zwei PVC-Lagen, die den Drop-Stitch-Kern umgeben, diese vielen Polyesterfäden im Innern des Boards. Die zwei PVC-Lagen wurden nicht verklebt, sondern laminiert, verschweißt, was dann insgesamt für mehr Langlebigkeit sorgt, weil der Kleber zwischen diesen PVC-Lagen nicht arbeiten kann und natürlich auch für mehr Robustheit sorgt, außerdem auch für mehr Steifheit, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Außerdem hat dieser Drop-Stitch-Kern das sogenannte Woven-Drop-Stitch, das heißt verwebte Polyesterfäden. Das heißt, man kommt hier mit weniger Polyesterfäden aus bei gleicher Steifheit. Das ist sehr teuer, sehr aufwendig und das hochwertigste, was es zurzeit bei den aufblasbaren Stand-Up-Paddleboards gibt. Die Polyesterfäden
Schäden halten das Board im aufgepumpten Zustand in Form. Wichtiger ist aber das Rundherum, und diese zwei PVC-Lagen sorgen dann schon durchweg für eine hohe Steifheit. Das Board bietet aber noch einiges mehr, die dem Board auf dem Wasser nahezu ein Hardboard-Feeling verleihen. Wir haben nämlich im Bereich der Standfläche, da wo wir meistens stehen, hier im Parallelstand, Fiberglasplatten in die Standfläche integriert. Das merkt man auch, wenn man hier drauf steht. Das ist wirklich richtig fest und steif, und haben ergänzend dazu noch einen Fiberglasstreifen auf der Oberseite, der sich einmal auf der Oberseite entlang zieht, und der ist wiederum umgeben von einer extra PVC-Lage, einem sogenannten Stringer, der nicht nur hier auf der Oberseite ist, sondern der sich auch auf der Unterseite, das ist hier das Goldene, einmal um das komplette Board zieht. Außerdem haben wir an den Bordkanten eine strukturierte Rail, eine sogenannte Carbon Rail, mit noch einem etwas schmaleren ergänzenden Streifen. Und das sorgt dann alles kombiniert für eine hervorragende Steifheit auf dem Wasser, was sich auch bei unserem Belastungstest gezeigt hat. Bei dem maximal aufgepumpten Druck von 15 PSI, der Belastung von 85 Kilo, hat sich das Board nur knapp 12 mm durchgebogen, was bei uns bei der Steifheit 10 von 10 Punkten ergibt. Diese 12 mm klingen jetzt gar nicht so unglaublich viel besser als bei anderen aufblasbaren Stand-Up-Paddleboards. Bei der Performance und den Fahreigenschaften auf dem Wasser macht sich das aber schon bemerkbar. Man hat tatsächlich so dieses Hardboard-Feeling, gerade wenn man hier im Bereich der Boardmitte steht, merkt man, wie steif und starr das Board einfach ist durch die ganzen Features, die es mit sich bringt. Es hat allerdings auch den Nachteil, gerade hier durch den Streifen auf der Oberseite, dass sich das Board etwas schwieriger zusammenrollen lässt als andere Woven Dropstitch Boards. Vom Gesamtgewicht haben wir hier knapp 12,5 Kilo, was für ein 14 Fuß langes Board mit den ganzen Features, den extra aufgeklebten PVC-Lagen, den Fiberglasplatten, die da integriert sind, absolut in Ordnung geht. Man wird wahrscheinlich kein vergleichbares Produkt finden, was das gleiche Boardgewicht hat, aber gleichzeitig die ganzen integrierten Features, die dann für diese hochwertige und robuste steife Verarbeitung sorgen. Alles in allem bietet dieses Board, was die Steifheit, Konstruktion und Bauweise angeht, so ziemlich das hochwertigste, was es zurzeit auf dem Stand-Up-Paddle-Board-Markt gibt. Kommen wir jetzt auf die Fahreigenschaften zu sprechen, und hier zeigt Indiana mal wieder eindrucksvoll, dass sie es einfach drauf haben, richtig sportliche Touring-Shapes zu kreieren. So auch hier jetzt bei der 14-Fuß-Variante. Klar, 427 cm in der Länge. Lange Stand-Up-Paddleboards gleiten natürlich besser durch das Wasser, und durch die geringe Breite von nur knapp 71 cm, also 28 Inch, haben wir hier durchweg einen sehr sportlichen Charakter bei diesem Board. Durch die schmale Standfläche ist es sicher nichts für Sub-Einsteiger und Anfänger. Fortgeschrittene Stand-Up-Paddler, gerade im Touring-Bereich, dürften auf diesem Board aber umso mehr Spaß haben. Durch die geringe Breite ist das Board natürlich schon etwas kippliger. Trotzdem war ich überrascht, wie kippstabil das Board im Wasser liegt. Natürlich muss man sich an die schmale Standfläche erstmal gewöhnen, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, kommt man hier wunderbar drauf zurecht. Was unter anderem aber auch an der hohen Steifheit liegt: das Board wurde an den richtigen Stellen verstärkt, hier innerhalb der Standfläche mit den Fiberglasplatten, und auch der Stringer macht sich natürlich positiv bemerkbar und sorgt für zusätzliche Stabilität und Sicherheit, gerade wenn man sich auf dem Board nach hinten bewegt. Kombiniert dann mit der guten Finne sorgt das wirklich für richtig viel Stabilität auf dem Wasser. Wo ich schon immer dachte, jetzt müsste das Board doch eigentlich kippen, hat diese Finne für ordentlich Stabilität gesorgt, sodass man sich auf diesem Board als fortgeschrittener Paddler auch im Touring-Bereich sehr wohl fühlt. Ich war tatsächlich begeistert, wie viel Sicherheit einem dieses Board auf dem Wasser vermittelt, sodass ich auch keine Probleme hatte, ohne das groß ausbalancieren zu müssen, auf einem Bein zu paddeln. Die hohe Steifheit verleiht diesem Board nahezu ein Hardboard-Feeling. Man merkt nicht, dass man ein aufblasbares Board unter den Füßen hat, und das hat Indiana hier wirklich hervorragend hinbekommen durch die ganzen Features, die dieses Board noch steifer machen, was gerade dann auch für beste Gleiteigenschaften auf dem Wasser sorgt.
Beste Gleiteigenschaften kommen zustande, natürlich durch die sehr spitze Bordform, aber auch durch das sehr gerade Unterwasserschiff. Wenn wir uns das Board von der Seite anschauen, sehen wir, dass wir ein komplett gerades Unterwasserschiff haben, was natürlich die Gleiteigenschaften positiv begünstigt. Und die Bordlänge sorgt dafür, dass man eigentlich gar nicht die Paddelseite wechseln muss. Das Board fährt eigentlich durchweg geradeaus. Man kann, wenn man möchte, auf einer Paddelseite paddeln, ohne dass man groß die Richtung ändert. Die Bordlänge und das gerade Unterwasserschiff haben den Nachteil, dass es etwas schwerer zu wenden ist. Man braucht schon ein, zwei Paddelschläge mehr, um das Board um die Kurve zu ziehen, gerade wenn man hier im Bereich der Bordmitte steht. Und auch wenn man sich nach hinten bewegt, hätten wir uns gewünscht, dass wir noch ergänzend ein Kickpad haben. Man kriegt das so ein bisschen auch mit dem Tragegriff hinten kompensiert. Das heißt, auch darüber kann man die Bordspitze nach oben drücken und das Board dann schneller wenden. Aber ein Kickpad wäre in diesem Fall noch das i-Tüpfelchen gewesen. Was hier aber eindeutig die Stärken sind, sind diese hervorragenden Gleiteigenschaften. Natürlich braucht das Board durch die 12,5 Kilo ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Man muss das ganze Gewicht erstmal nach vorne bringen. Dürfte nicht so relevant sein, wenn man ohnehin Gepäck hat. Aber wenn das Board dann erstmal gleitet, dann gleitet es durch Wasser. Die Finne hält das Board gut in der Spur, kombiniert dann mit der festen Wasserabrisskante hinten im Heckbereich, sorgt dann wirklich für die besten Gleiteigenschaften und dafür, dass dieses Board auch für den Touring-Bereich bestens geeignet ist. Wir würden mit diesem Board jederzeit eine Stand-Up-Paddle-Tour machen, auch eine mehrtägige Tour. Es ist, wie schon die Maße vermuten lassen, wirklich ein unglaublich sportliches Touring-Board für fortgeschrittene, ambitionierte Paddler, die auch mal ruhig eine schnellere Tour auf dem Stand-Up-Paddle-Board paddeln möchten. Von der Verarbeitungsqualität, ihr habt es sicher schon vermutet, ist dieses Board einwandfrei. Die Boards bei Indiana durchlaufen ja auch eine Qualitätskontrolle. Das heißt, da wird ganz genau hingeschaut, ob wirklich alles hervorragend verarbeitet ist. Ihr werdet hier an keiner Stelle irgendwelche Klebereste finden, auch nicht an den überlappenden PVC-Lagen. Wir haben hier noch einen zusätzlichen Streifen für mehr Stabilität aufgeklebt. Wir haben hier extra D-Ringe, die extra Tragegriffe. Alles ist wirklich perfekt verarbeitet, sodass es bei der Verarbeitung nur 10 von 10 Punkten geben kann. Kommen wir jetzt auf die Features zu sprechen und natürlich fließt in unsere Bewertung auch alles ein, was dieses Board steifer macht. Das sind letztendlich ja auch Besonderheiten, Features, die dieses Board mitbringt. Das heißt auch die Fiberglas Footpads, hier der extra Carbon Stringer an der Seite, die Wasserabrisskante am Heck und natürlich hier der Fiberglas Stringer. Außerdem hat dieses Board natürlich noch einiges mehr. Wir haben zwei extra Tragegriffe, einen vorne, einen hinten. Dadurch wird das Handling vereinfacht, gerade bei mehrtägigen Touren kann man das Board viel einfacher auch mit Gepäck auf dem Board tragen und auch sonst fällt das Heben aus dem Wasser natürlich um einiges einfacher. Außerdem haben wir zwei Gepäckgummis, wodurch dieses Board auch tauglich für mehr Tagestouren ist. Das Schöne ist, das hintere und auch das vordere Gepäckgummi kann man ganz individuell dran und abmachen. Das heißt, wenn man es nicht benötigt, kann man es einfach rauszurren und dann stört es auch nicht, wenn man sich auf dem Board nach hinten bewegt. Wenn man jetzt viel Gepäck verstauen möchte, ist es aber auch mit wenigen Handgriffen wieder angebracht. Außerdem haben wir hier zwei extra D-Ringe an der Standfläche, wo man dann wunderbar den Tragegriff anbringen kann. Und wir haben vorne eine Action Cam Halterung mit einem 1/4 Gewinde und einem extra D-Ring. Der Action Cam Halter ist vielleicht etwas zu weit vorne positioniert für ein so langes Stand-Up Paddleboard. Es ist schon ziemlich anspruchsvoll, sich auf dem Board nach vorne zu bewegen und die Kamera in irgendeiner Weise ein- oder auszuschalten. Da muss man etwas kreativ werden oder dann halt die Sprachsteuerung der Action Cam aktivieren. Ansonsten haben wir hier bei der Standfläche eine Krokodilstruktur, die auch bei langem Stehen oder Knien nicht unangenehm an den Füßen wird, trotzdem für ausreichend Grip sorgt. Sie hat eine Gesamtlänge von ungefähr 2,13 Meter von vorne bis hinten zum Heckbereich und eine Breite von ungefähr 62 cm. Alles in allem kriegt das Board durch die ganzen Elemente, die dieses Board steifer macht, kombiniert dann mit dem Rest von uns 9 von 10 Punkte, weil uns so ein bisschen das Kickpad für schnelle Turns hinten im Heckbereich gefehlt hat. Nach dem Board kommen wir jetzt auf den Lieferumfang zu sprechen. Hier starten wir mit dem Rucksack, den ich schon auf meinem Rücken trage. Der Tragekomfort auf dem Rücken könnte besser sein. Wir haben etwas zu schmale Schultergurte, die zwar leicht gepolstert sind, aber der Rucksack zieht einen doch
irgendwie ein bisschen nach unten und er sitzt auch nicht ganz optimal, schon leicht auf dem Gesäß, sodass wir damit keine langen Strecken auf dem Rücken zurücklegen würden. Zudem wiegt der Rucksack inklusive dem kompletten Lieferumfang knapp 16,85 Kilo. Ohne Paddel, das ist schon ein ordentliches Gesamtgewicht, wenn man den Rucksack auf dem Rücken tragen möchte. Wir haben zwar ergänzend noch einen Hüftgurt und auch einen Brustgurt, wodurch die Last etwas von den Schultern genommen wird. Trotzdem ist der Rucksack insgesamt zu schwer, um ihn lange Distanzen auf dem Rücken zu tragen. Der Indiana-Rucksack hat allerdings einige Vorteile, wodurch man ihn gar nicht auf dem Rücken tragen muss. Die größte Besonderheit ist sicherlich, dass man sein Zap-Paddel hier im vorderen Bereich mit zwei Klettbändern einklippen kann. Dann ist das Paddelblatt hier unten und dann kann man sein Zap-Paddel, also den Griff vom Zap-Paddel, sozusagen wie ein Trolley, wie ein Koffertrolley hinter sich herziehen. Das Schöne ist, wir haben nämlich Rollen auf der Unterseite und dadurch ist der Transport dann kombiniert mit einem Sub-Paddle insgesamt sehr komfortabel und da merkt man dann auch nicht mehr das hohe Gewicht. Insgesamt hat der Rucksack eine Höhe von knapp 100 cm, eine Breite von knapp 45 cm und eine Tiefe von knapp 30 cm. Das Schöne ist, hier an den Seiten hat der Rucksack Belüftungsnetze, das heißt, das Board kann im Rucksack etwas nachtrocknen, wenn man es mal leicht nass einpackt. Und wir haben hier vorne noch ein kleines Zusatzfach neben dem großen Hauptfach, wo alles problemlos hineinpasst. Der Rucksack insgesamt sehr hochwertig verarbeitet, mit schön robustem, festen Stoff, sodass er auch viele Jahre alles problemlos mitmachen dürfte. Als Pumpe beiliegend haben wir eine sehr hochwertige Doppelhubpumpe. Die hat auch wirklich Zug beim Aufpumpen, dass man das Gefühl hat, dass hier auch wirklich Luft ins Board hineinkommt. Doppelhub bedeutet, dass beim Hochziehen und Runterdrücken Luft ins Board gepumpt wird. Und wenn es später anstrengend wird, kann man über einen Hebel umschalten auf Single-Hub-Funktion und dann wird nur noch beim Runterdrücken Luft ins Board gepumpt. Die Pumpe wiegt knapp 1085 Gramm, ist damit angenehm leicht, hat trotzdem schön breite Fußstützen, sodass man sie gut fixieren kann und auch sehr ergonomische Handgriffe, wo man wunderbar Druck aufbauen kann. Oben den Druck kann man auch wunderbar ablesen anhand einer Farbskala, sodass man eigentlich nichts verkehrt machen kann und das Board entspannt bis zum empfohlenen Druck von 15 PSI aufpumpen kann. Mit dieser Pumpe lässt sich die Luft allerdings nur ins Board hinein und nicht wieder herauspumpen. Das heißt, wir haben keine Deflate-Funktion und müssen die Luft dann aus dem Board hinausdrücken. Die Pumpe hat eine Höhe von ungefähr 63,5 cm. Dadurch ist es dann für größere Personen minimal angenehmer, diese Pumpe zu benutzen. Was bei diesem Board jetzt nicht beiliegend ist, ist ein Zap-Paddle. Das finden wir auch gar nicht so schlimm bei so einem hochwertigen, teuren Touring-Board, da ein Paddle eine sehr individuelle Entscheidung ist. Und wenn man sich so ein Board kauft, dann möchte man natürlich auch ein Paddle, was wirklich zu einem passt. Glücklicherweise hat Indiana passende Sub-Paddle mitgeschickt, die wir ausprobieren durften. Das sind die dreiteiligen Vollcarbon-Paddle, die natürlich sehr leicht sind. Hier die Variante mit dem 81er Blatt wiegt nur knapp 550 Gramm und die mit dem 95er Blatt, also dem größeren Paddelblatt, wiegt nur 650 Gramm. Die sind also unglaublich leicht, dadurch sehr angenehm in der Hand und die Kraftübertragung auf dem Wasser funktioniert einwandfrei. Das liegt unter anderem daran, dass wir unten zwar eine Steckverbindung haben, die aber wirklich bombenfest sitzt, weil wir auch hier eine Anti-Twist-Funktion haben und die Carbonstangen leicht angeschrägt sind, sodass hier auch bei kraftvollen Paddelzügen nichts wackelt. Gleiches gilt hier im oberen Bereich. Auch hier haben wir eine Anti-Twist-Funktion, das heißt so eine kleine Einkerbung, sodass sich der Paddelgriff nicht verdrehen kann. Und wir haben zusätzlich natürlich noch die Klemme, wo dann das Paddel auch wirklich fest eingestellt werden kann. Das Schöne ist, das Paddel ist ausziehbar von einer Länge von 1,80 Meter bis 2,20 Meter, ist also für kleine und große Paddler gleichermaßen geeignet. Ihr müsst ein bisschen schauen, welche Paddelblattgröße ihr wählt. Mit dem schmaleren Paddelblatt lassen sich natürlich höhere Paddelfrequenzen paddeln und mit dem größeren Paddelblatt sind dann nicht ganz so hohe Paddelfrequenzen möglich. Dafür hat man dann etwas mehr Vortrieb pro Paddelschlag. Wir würden für etwas leichtere, kleinere Personen das kleine Paddelblatt empfehlen oder auch wenn man mehr in den Race-Bereich gehen möchte. Und für alle anderen würden wir das größere Paddelblatt empfehlen, die etwas kräftiger sind und auch etwas gemütlicher und pro Paddelzug dann mehr Kraft in das Board und in den Paddelschlag bringen möchten. Alles in allem sind wir von den Paddeln wirklich begeistert. Die kosten allerdings auch ein bisschen 350 Euro. Dafür werden sie mit einer Tasche ausgeliefert, wo die Paddel dann auch kratzsicher drin verstaut werden können.
was gerade bei einem Carbon-Paddel absolut wichtig ist. Zu einem hochwertigen Board gehört natürlich auch eine hochwertige Finne. Die ist hier beiliegend. Wir haben nämlich eine Vollcarbon-Finne, eine Touring Race-Finne, die nur 176 Gramm wiegt, natürlich durch das Carbonmaterial unglaublich steif und fest ist. Und die Finne hält das Board wunderbar in der Spur und sorgt für richtig viel Stabilität, selbst wenn man sich auf dem Board nach hinten bewegt. Angebracht wird die Finne mit einem US-Finbox-System. Allerdings benötigt man zum Anbringen ein kleines Tool, das aber beiliegend ist. Das wird dann praktischerweise auch in dieser kleinen Tasche verstaut. Das heißt, wo dann die Finne sicher und kratzfest drin verstaut werden kann, befindet sich auch das Werkzeug, sodass das nicht abhanden kommen kann. Ansonsten ist die Besonderheit hier bei diesem Board, wie bei allen anderen Indiana Boards, dass wir einen geteilten Finnkasten haben. Dieser hat ganz große Vorteile beim Zusammenrollen des Boards, weil sonst der Finnkasten irgendwie immer störend ist, und hier kann man wirklich auch noch mal zwischen dem Finnkasten rollen, und dadurch lässt sich das Board gerade bei dieser Boardlänge dann viel einfacher wieder im Rucksack verstauen. Als sonstiges Zubehör beiliegend haben wir noch einen Tragegurt, den man an der Standfläche an einer Seite am Board fixieren kann. So muss man das Board dann nicht über den Tragegriff in der Mitte tragen, sondern kann es sich auch angenehm über die Schulter hängen, was gerade bei längeren Distanzen dann vom Auto zum Wasser sehr angenehm sein kann. Der Tragegurt ist gepolstert auf der Oberseite, sodass er dann auch auf der Schulter nicht drückt. Und wir finden es super, wenn sowas beiliegt, weil es wirklich den Transport vom Stand-Up-Paddleboard stark vereinfacht. Außerdem haben wir natürlich ein Reparaturset beiliegend, wo alles enthalten ist. Natürlich der Ventilschlüssel, die Flicken und auch ein PVC-Kleber. Ein Gurt, um das Board im zusammengerollten Zustand fixieren zu können. Und eine einseitige Bedienungsanleitung. Insgesamt kriegt das Zubehör von uns 9 von 10 Punkten. Wir sehen das hier jetzt mal alles als Gesamtpaket, inklusive dem wirklich hochwertigen und guten Paddel und auch der Stand-Up-Paddle-Leash, die auch nicht im Lieferumfang enthalten ist. Aber wenn man jetzt das Gesamtpaket und das Gesamtzubehör bewertet, gibt es 9 von 10 Punkte. Ein Punkt Abzug aufgrund des etwas schlechten Tragekomforts des Rucksacks auf dem Rücken mit den etwas zu schmalen Schultergurten. Wenn man sich das Indiana Touring Board kauft, darf man natürlich ein Top-Produkt erwarten, und man bekommt hier auch ein Premium Stand-Up Paddleboard, wo es weder am Board noch am Zubehör irgendetwas auszusetzen gibt. Alles ist einwandfrei, sauber verarbeitet, durchweg sehr hochwertig, sodass es dann auch den hohen Qualitätsansprüchen von Indiana standhält. Allerdings kommen wir hier insgesamt dann mit dem Indiana Zubehör auf knapp 1700 Euro, wenn man sich wirklich alles hier von Indiana kauft. Und das ist schon ein stolzer Preis, sodass das Board dann beim Preis-Leistungs-Verhältnis, auch wenn wirklich alles top und einwandfrei ist, 8 von 10 Punkten bekommt. Kommen wir jetzt abschließend zu unserem Gesamtfazit. Bei dem Indiana Touring in der 14-Fuß-Variante muss man keine Kompromisse angehen, was das Board angeht, was die Steifheit angeht und auch was das Zubehör angeht. Man bekommt hier definitiv das Beste, was es zurzeit auf dem Stand-Up-Paddleboard-Markt gibt. Sowohl von der Steifheit, von der Bauweise, von den Fahreigenschaften, da weiß Indiana einfach ganz genau, wie man das perfekte Board kreiert. Und hier bekommt man das perfekte Board, gerade als fortgeschrittener Touring-Paddler. Wenn man lange Distanzen mit hoher Geschwindigkeit paddeln möchte, sich alle Optionen offen halten möchte, auch für mehrtägige Touren, dann ist man mit diesem Board bestens bedient. Sicherlich ist der Preis etwas höher, aber wenn man das Beste haben möchte, muss man natürlich auch etwas tiefer in die Tasche greifen. Hier gibt es wirklich an keinem Punkt irgendetwas auszusetzen, sodass wir uns am Ende der Saison auch nur ungern wieder von diesem Board trennen. Das war jetzt unser ausführlicher Testbericht zum Indiana Touring 14 Fuß als Limited Edition. Wie ist eure Meinung zum Board? Würdet ihr euch dieses Board kaufen? Schreibt das gerne mal unter dem Video in die Kommentare. Lasst ansonsten gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen möchtet. Und jetzt bedanken wir uns beim Zuschauen und wünschen ganz viel Spaß beim Paddeln.